So, wir sind bereit fürs Hardware-Video. Wir haben gerade Unboxing gemacht vom Echo Show 5. So, wir machen den Stromkabel rein. Zack. Ich nehme mal hier das Ding von. Ja. Dass es hier ein bisschen schräger ist irgendwie. Oder ich halte den einfach, ich halte den so versuchen mit einer Hand hier so irgendwie festzuhalten, damit ihr da was seht. So. Ups, hat sich die Kamera verschoben. Kater weg. Bitte nicht jetzt hier vor der Kamera. Ja, der ist total, total liebebedürftig gerade. Wir waren nämlich unterwegs. So. Wie ihr jetzt seht, will er die Sprache von uns. Da sagen wir natürlich Deutsch. Hallo, bereit für die Einrichtung. Na klar. Netzwerk. Dann suchen wir uns mein Netzwerk aus. Ich nehme es 2,4 GHz. Das reicht von der Geschwindigkeit vollkommen aus. So, jetzt brauche ich das WLAN-Passwort. Weil das Schlafzimmer ist genau neben dem Router sozusagen. Und die 2,4 GHz reichen für so ein bisschen Musikübertragung und so vollkommen aus. Also, jetzt müssen wir die E-Mail-Adresse und das Passwort. Jetzt weiß ich's ja. Zeige ich euch natürlich nicht, das ist ja Logo, war. So, weiter. Passwort. Fertig. Anmelden. Achso, jetzt muss ich wieder einen Code eingeben. So, warte mal. Da muss ich noch mal kurz wegpacken. Den habe ich mich gerade von Amazon gekriegt. Ich habe hier diese zwei Phasen Authentifizierung an, dass nicht jeder x-beliebig auf mein Konto kommt. So. Falls man das Passwort mal erraten sollte. Und hier sagt er schon, Hallo Odin. Dieser Echo Show 5, dritte Generation, ist auf Odin angemeldet. Ich habe noch nicht mal was gemacht. Ich habe halt praktisch nur meinen Dingsbums. Er weiß ja gleich, ist ja logisch, dass das mein Konto ist. Das Wichtigste zuerst, Alexa wurde entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten. Ja, meine Frau glaubt nicht dran. Mir ist es relativ egal. Mitteleuropäisch Berlin, ja. So, weiter. So, jetzt sagt er hier Echo Show. Lass mal den, machen wir einfach mal einen 5 dazu. Nein, wir schreiben Schlafzimmer dazu. Schlafzimmer. Interessiert mich nicht. So, Das herunter. Gerät wird aktualisiert. So, jetzt macht er hier natürlich auch wieder ein Update. Ihr habt gesehen, wie schnell das ist. Wir können in der Zeit in die Alexa-App gehen und uns erstmal das Schlafzimmer vornehmen.
So, weil wir müssen jetzt hier im Schlafzimmer, weil sonst erkennt er uns, sonst reagiert er gleich nicht auf Siggi, weil Schlafzimmer ja schon einer ist. Und da habe ich ein Echo Show dort im Schlafzimmer und Fire TV Cube natürlich. Den dort machen wir ohne das Echo dort umbenennen. Name alt. So, jetzt haben wir den gespeichert. So. Der heißt jetzt Odins Echo dort alt und ist im Schlafzimmer. Und wir wollen das jetzt bearbeiten. Und schmeißen den da jetzt einfach mal raus. Ah ne, der nicht. Das ist der Fire TV. Wir schmeißen den Echo raus. So. Ja. Jetzt haben wir nur noch den Fire TV drin. Und den machen wir nachher denn da rein. Und dadurch, dass wir den dann im Schlafzimmer hinzufügen und nur noch er da ist, reagiert er dann auch gleich auf sein Kommando Siggi. Logischerweise. So, aber die Kamera ist auch gleich der Akku leer schon wieder. Ich mache mal kurz, ihr seht bei 55%, ich mache nur kurz, um den Akku zu tauschen. So, da war gerade der Akku schon wieder alle und ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ja kein Geräusch kam. Also ich hatte jetzt gerade einen Gruppenanruf gemacht auf alle meine Geräte. Das war auch geil. Siggi, alle meine Geräte anrufen. Willst du Fernbedienung Schlafzimmer oder erste Fernbedienung? Nicht. Wird abgebrochen. Finde ich auch besser, den Wecker so zu bedienen. Wecker hinzufügen. Ja, kann ich auch dann gucken, auch Wochentage, kann ich dann nicht sagen, halt nur während der Woche, nur Wochenende. Rahmen. Haben wir hier auch Apps? Wenn hier mein Ding zu gehen würde, U-Window, das wäre cool. Aber du hast ja hier keine Apps, du hast ja hier nur Kommunikation mit Bilderrahmen. Alle Medien. Bitte nicht stören, Helligkeit, Benachrichtigung, Wecker, Routinen, Video, Smart Home. Der braucht ein bisschen länger zum Umschalten. Ja, da könnte ich dann halt, muss mal gucken, dass man das halt. Das wäre halt noch cool, so eine Einstellung, dass der erkennt, in welchen Raum ich bin und mir halt dann als erstes die Smart Home-Sachen für diesen Raum anzeigt, dann braucht man die ja nicht hin und her wechseln. Das wäre halt noch interessant. Und mal dieses Element ausblenden. Hier sind die Produktdetails von Amazon. Govee LED Strip, ergiebig. So, ich würde das auch gerne. Dieses Element wird auf dem Gerät nicht mehr angezeigt. Wird er trotzdem noch angezeigt? Ah, jetzt hat er hier. Ah, okay.
Jetzt hat er die Uhr drinne. Da muss ich dann ein bisschen pixeln. Aber mit den persönlichen Bildern. Jetzt hat er hier Wetter. Einstellungen. So, ich würde aber gerne. Bildschirm und Helligkeit. So. Da nicht. Startseite Uhr. Uhr und Fotografie. Ach, da haben wir so verschiedene Hintergründe. Ja, ich nehme blau, natürlich. Blau sieht schön aus. Blau, yes. Zifferblatt. Oh, das können wir auch. Nee, das große. Das große. Speichern. Müsste denn jetzt nicht hier gleich die Uhr kommen? Ja. So gefällt mir das. Richtig schön groß, dass ich so ohne Brille im Bett lesen kann. Mit Blau sieht auch schön aus. Ja, ich muss mir dann noch einen Standfuß holen. Meintest du Papa? Ja. Sicher. Bitte sag mir Papas Namen genauso, wie er in deinem Adressbuch steht. Odin. Okay, daran werde ich mich erinnern. Sicher, soll ich Odin auf Alexa-Geräte anrufen? Ja. Odins Alexa-Geräte werden angerufen. Jetzt bin ich selber, sieht er ja. Odin möchte gerne mit dir reden. Ach, Handy geht hoch. Hier. Es ist Odin. Das ist cool, dann gehen alle an. Ich habe sonst immer halt gesagt Drop-in und habe halt das Gerät gesagt. Das ist natürlich viel praktischer, wenn dann gleich alle angehen. Und dann kann man sich entscheiden, welche Gerät jetzt gerade halt in meiner Nähe ist und kann man es denn da annehmen. Das ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir mega gut. Bin ich so noch gar nicht auf die Idee gekommen, mir so ein Ding zu holen. So, jetzt haben wir hier auch den Standfuß wieder dran. So, und dann werde ich die nachher gleich alle aufbauen. Der Akku geht jetzt auch schon zu Neige. Ich habe jetzt hier 4 Akkus alle gemacht. Und den habe ich, der ist der defekte Akku, den ich jetzt drin habe, der geht nicht mehr so wirklich. Der ist halt dick geworden. Also ich hoffe, ich kriege den nachher noch vernünftig heil aus der Kamera raus. Aber sonst hätte ich hier nicht weiter aufnehmen können. So. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde die jetzt testen. Ich mache dann nochmal ein Fazitvideo etwas später. Da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben zu testen. Mit dem Wecker im Schlafzimmer muss ich mich erstmal. Ich habe jetzt mich daran gewöhnt, dass ich da ein Echo drin hatte. Jetzt muss ich gucken, wie es mit dem ist. Den in der Küche werde ich dann noch testen. Aber mit der Gestensteuerung, das ist schon Highlight. Das ist so geil. Das ist das, was mir noch gefehlt hat in der Küche. Zack, und dann ist der Timer stimmen. Das ist geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So, aber nichtsdestotrotz. Wartet jetzt.
Wie gesagt, ist nur ein erster Eindruck und mein erstes Einstellen. Ich muss mit den Geräten jetzt erstmal was machen, um zu gucken. Die Einstellungen sind bei dem 10er auf jeden Fall, beim 8er auf jeden Fall etwas anders als bei dem alten 8er. Sowohl in der Alexa-App als auch im Gerät. Den 5er hatte ich noch nicht. Ja, und jetzt muss ich mal da ein bisschen mich zurechtfummeln, würde ich sagen. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.